Da kannst du dir gefühlt die ganze Ausstellung nochmal im Touristenshop komplett zusammen kaufen. So, der Kollege hat ungefähr meinen Körperbau. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Nach jetzt fast 3 Monaten intensiver Hundenestbetreuung mit zwischenzeitlich 7 Hunden und einer Katze sind wir jetzt endlich nur noch zu 5 unterwegs. Wir haben Frau Schmidt und Hedwig dabei und gewöhnen uns gerade an das neue Dasein in unserem kleinen Bus mit 2 extra Hunden. Was letzte Woche bei uns passiert ist, das seht ihr in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Wir haben es geschafft. Unsere Fahrt geht jetzt weiter. Nur noch mit unseren 2 Hunden sozusagen. Die sind hier. Frau Schmidt hat sich schon gut an die Fahrt gewöhnt, muss man sagen. Die hechelt heute sogar gar nicht. Hedwig schläft hier unten. Die ist eh total entspannt. Und für uns geht es jetzt weiter. Erstmal Wasser auffüllen und dann Müll entsorgen. Und dann geht's los. Wir füllen das Wasser auf. Susanne nutzt nochmal die Chance, schön kalt duschen zu gehen. Die Hunde haben sich es auch schon gemütlich gemacht. Schmidti sitzt hier und sie hat sich ja auf dem Fahrersitz gemütlich gemacht, die Hedwig. Wir haben die Chance nochmal genutzt, um zu duschen. Wasser ist aufgefüllt. Jetzt bringen wir noch den Müll weg und dann geht es weiter zum Kajaffasee und zu heißen Quellen und wir schauen mal, wie es dort ist. Wir haben wieder eine Topstraße erwischt hier oder einen Topweg. Das sollte man vielleicht dann lieber lassen. Wie weit ist es denn noch? Ich weiß auch nicht, ob es da vorne noch besser wird. Lass mal das lieber. Guck mal, es ist alles zerlatscht. Die Brücke hier, die muss ich unbedingt mal filmen. Die ist leicht einsturzgefährdet. Warte, Schmidti. Wir machen ganz langsam und schön an der Kante lang. So, hat mich ausgehalten, sehr gut. Und hier ist dieser große Kajaffasee, wo es wohl diese Schildkröten gibt, aber mal gucken, ob wir eine finden oder ob wir da kein Glück haben. Mal sehen. Hier schwimmt auf jeden Fall überall was, aber ob das die Schildkröten sind oder Fische, kann ich jetzt nicht genau sagen. Der einstige Geheimtipp unter Griechenlandreisenden hat heute nur noch wenig vom früheren Glanz behalten. Das Thermalbad ist seit einigen Jahren wegen herabfallenden Felsen geschlossen und auch das ehemalige Kurhotel ist inzwischen dem Verfall preisgegeben. Umso faszinierender ist die Geschichte dieser mystischen Gewässer. Die Thermalquellen galten als Bad der Nymphen von Anigridi. Nymphen waren in der griechischen Mythologie weibliche Naturgeister, die als personifizierte Naturkräfte und wohltätige Geister der Berge, Bäume, Wiesen oder Grotten galten. Die Nymphen von Anigridi beschützten das Wasser und sorgten für dessen Reinheit und Klarheit. Der Überlieferung zufolge sind Nymphen ewig jung und beinahe unsterblich.
Aber mit dem Ende der Naturkraft, die sie verkörpert, so glaubten die alten Griechen, stirbt auch die Nymphe. Wenn man hier so reingeht, da schlägt einem schon so ein bisschen der Schwefelgeruch entgegen. So dieses faule Eier-Ding. Das ist schon relativ intensiv, sage ich jetzt mal. Aber das Wasser ist gar nicht besonders warm. So, hier sind ganz kleine Fischchen im Wasser. Das ist eine kleine Treppe. Wie es hier ist. Ja, ist jetzt nicht sonderlich warm, aber sehr schön auf jeden Fall. Ja. Da sind sie. Blick raus auf jeden Fall von da drüben, von der Höhle. Ja, sehr schön. Gehen wir mal zurück zum Bus. Und ich denke mal, wir fahren mal weiter. So, der Schildkrötensee war schön, aber zum Stehen war das nicht so angenehm, sage ich mal. Deswegen sind wir jetzt. Mufflige, düstere Kanalstimmung irgendwie. Es war gar nicht so toll zum Dableiben. Deswegen sind wir jetzt hier nochmal einen Platz am Meer gefahren. Hier ist es super. Und ich denke mal, hier bleiben wir jetzt auch. Hier sind auch nur 2-3 Camper. Und für eine Nacht ist das, denke ich, in Ordnung. Die Reisestrecken kurz sind mit Hundis, ist das alles erstmal noch gewöhnungsbedürftig für uns. Deswegen gibt es heute ein One-Pot-Gericht. Spinat, Nudeln, Knoblauch, Zwiebeln, aufgegossen mit Brühe und ein bisschen Salz. Und da kommt gleich noch ein wenig Parmesankäse dazu. Was gibt's zu sein? Spinatnudeln mit Käse und arbeiten. Nebenbei. Zeig mal. Sieht aber gut aus. Schmeckt auch gut. Jetzt, wo es nicht mehr so heiß ist, sind wir noch mal zum Strand. Ja, wir lassen den Tag ausklingen mit einer schönen Melone. Ein bisschen Melone essen. Was gönnen sich hier alle? Vor allen Dingen Hedwig. Hedwig findet es besonders köstlich. Stimmt's? Wenn du jetzt nichts sagst, hatte ich recht. Wusste ich's doch. So, und ich werde gleich noch mal ins Wasser gehen, dahin, mit dem Bodyboard von unserer Kleinen. Das wird sensationell. Das ist nicht ein bisschen unterdimensioniert für dich? Ich denke nein. Okay. Thank you.
So, der Chrissy ist noch mal eine Runde mit Frau Schmidt. Nein, noch nicht. Oh Gott. Was war denn das für ein Move? Was war das für ein Move? Du bist aber heute wild, hä? Du kleines Hänelkind. Ja, wo bist du? Nein, nein, nein. So, wir haben alles zusammengepackt, auf geht's. Nach vorne musst du fahren. Achso, da ist noch ein Stein. Du kannst. So, bei uns geht's weiter. Die Hunde entspannen sich immer mehr, also es geht immer besser. Und wir fahren jetzt nach Olympia. Ich schaue mir jetzt mal das antike Olympia an. Die Mädels sind mal im Auto geblieben und passen auf die Hunde auf. Hier ist richtig was los. Das war ja irgendwie schon zu erwarten. Und mal gucken, ob es schön ist. Da ist Pferdekutschen, genau. Und jetzt schauen wir mal. Es gab nur ein kombiniertes Ticket für die archäologische Stätte und fürs Museum. Und wir gucken mal, ob es sich lohnt. Das sieht auf jeden Fall extrem groß aus hier. Mal schauen. 12 Euro kostet das Ticket. Mal gucken. Olympia, ein kleiner Ort im Nordwesten des Peloponnes, war im antiken Griechenland Austragungsort der Olympischen Spiele. Es galt als Heiligtum des Göttervaters Zeus und spielt auch heute wieder eine entscheidende Rolle bei den Olympischen Spielen. Denn seit 1936 wird das olympische Feuer wieder im antiken Olympia entzündet. Anschließend wird die kostbare Flamme während eines mehrwöchigen Laufs zum jeweiligen Austragungsort der Spiele gebracht. So, einmal Griechisch, Englisch und sogar auf Deutsch hier alles erklärt. Das ist auch interessant. So, es geht weiter. Es ist wirklich unklar, wie groß das hier ist und wie viele Touristen auch unterwegs sind. Das ist der absolute Wahnsinn, ja. Also teils auch vor allen Dingen fremdsprachig, teils auch Griechisch, viel Englisch. Also der absolute Wahnsinn, ja. Also die Größe hier der Anlage ist wirklich
komplett Wahnsinn. Hier sind überall Steine. Das überwältigt einen hier. Ich kann mir gar nicht alles angucken, nur das Wichtigste. Wir haben schon gesehen, wo das olympische Feuer angezündet wurde, auf jeden Fall immer. Und ich gucke mal noch ein bisschen weiter. So, das hier sind die Überreste vom Zeus-Tempel. Da oben, da stand eine große Zeus-Statue drin aus Elfenbein und Gold. Und die gehörte auch zu den 7 Weltwundern damals. Auf jeden Fall sehr interessant. Der aus Muschelkalk aus der Umgebung und Marmor erbaute Tempel des Zeus entstand um 460 vor Christus. In seinem Zentrum stand eine 12 Meter hohe Statue, die den Vater aller Götter Zeus abbildete und zu den 7 Weltwundern zählte. So, ich bin jetzt hier wieder auf dem Rückweg. Also wie gesagt, die Größe ist wirklich beeindruckend. Es ist vieles aber eingestürzt und nicht wiederhergestellt, muss man sagen. Und wir waren ja auch schon mal in dem antiken Messenien. Das Video könnt ihr hier oben mal sehen. Und da wurde viel mehr restauriert, habe ich so das Gefühl. Und es ist für mich wirklich auch eine sehr spannende Ausstellung. Schaut es euch mal an. Die Ruinen des antiken Olympia liegen in einer Ebene am Fuß des Kronos-Hügels am Ufer des Flusses Kladeus. Durch Überschwemmungen wurden sie im Laufe der Jahre mit einer meterhohen Schlammschicht bedeckt. Nach ihrer Wiederentdeckung im 18. Jahrhundert werden sie bis heute unter anderem von deutschen Archäologen systematisch ausgegraben. Die wichtigsten Funde sind im Archäologischen Museum Olympia dargestellt. So, ich bin jetzt erstmal durch soweit. Jetzt geht es noch mal einmal ins Museum kurz und dann war es das, denke ich mal. Also von der Dimension hier ist es komplett extrem, also extrem, komplett abgefahren. Man hat mit der Eintrittskarte noch Eintritt im Museum der Olympischen Spiele. Das werde ich mir aber, denke ich mal, schenken. Ich gehe noch mal ins Museum von Olympia. Mich interessiert dann immer, was für Sachen hier so ausgegraben wurden. Und das finde ich ganz cool, wenn die dann restauriert sind und man kann sich das angucken. Das finde ich immer ganz interessant. Mal schauen, was es da so zu sehen gibt. Bis gleich. Im Jahr 1988 wurde die archäologische Stätte von Olympia in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen. Die Entstehung der Olympischen Spiele in der Antike wird auf das Jahr 776 vor Christus datiert. Die letzten Spiele wurden offiziell 393 nach Christus durchgeführt. Danach waren sie als heidnische Bräuche verboten. Während dieser recht langen Epoche haben sich die Spiele und das Gelände vielfach gewandelt. Olympia ist absolut eine Reise wert und wird von vielen Touristen jährlich besucht. So, der Kollege hat ungefähr meinen Körperbau. Ich bin jetzt hier durch, war sehr interessant, war auch wieder sehr, sehr groß. Ich habe ein paar Aufnahmen machen können und jetzt geht's ab zurück zu den Mädels und zu den Hundis. Ich hoffe, dass dort alles in Ordnung ist und dann denke ich mal geht's weiter. Heute ist so warm und wir müssen erstmal was trinken, was essen und dann schauen wir, wo es weiter hingeht. Bis später. Wahnsinn, Leute, was hier los ist. Also zur Saison ist es schon ganz schön voll. Wahrscheinlich wird es noch voller,
Aber jetzt ist zumindest die Wärme noch zu ertragen in Griechenland. Also die Touristenmeile hier, die war komplett krank. Da kannst du dir gefühlt die ganze Ausstellung nochmal im Touristenshop komplett zusammenkaufen. Unfassbar. So, ich bin froh, dass ich jetzt langsam zurückkomme. Ich hoffe, die Mädels stehen noch da. Ja, das sieht gut aus. Dann bis später. Das Losfahrvideo ist ein bisschen misslungen. Wir haben leider die GoPro umgekickt, aber sie geht noch zum Glück. So, wir verlassen jetzt Olympia und fahren auf einen gemütlichen Strandplatz, denke ich mal. Ne? Bis gleich. Wir sind an unserem neuen Stellplatz. Der ist auch wieder so sagenhaft schön hier. Guckt es euch mal an, Wahnsinn. Oh. Du bist auf Sendung. Leute, du bist auf Sendung. Eventuell habe ich schon das eine oder andere Gläschen Wein im Schuss, aber hier sind ein paar Grease Boys, die machen mit ihrem Smart basslose Musik. Und wir haben hier so ganz liebe Leute als Zufallsbekanntschaft gefunden, mit denen wir schon den ganzen Abend feiern. Ja, und jetzt machen wir hier so ein bisschen Party am Strand. Guten Morgen hier von guten Morgen hier von unserem Stellplatz am Meer. Wir hatten eine super ruhige Nacht hier, standen ganz alleine, beziehungsweise wir haben gestern noch zwei sehr sympathische Menschen kennengelernt, die mit ihrem Camper hier unterwegs sind und haben dann spontan eine kleine Feier gemacht mit ein bisschen Musik und es war wirklich wunderschön. Bei uns ist viel von der Anspannung der letzten Tage abgefallen, muss man sagen, weil ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, mit so Hunden bzw. mit ganz vielen Welpen, mit der Frau Schmidt hatten wir doch viel Stress gehabt. Wir hatten viel Probleme mit anderen Leuten, die da nicht so verständnisvoll waren, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten. Frau Schmidt hat immer das Nest verteidigt, bellt natürlich. Die Welpen kann man auch nicht irgendwie örtlich beschränken, die wurden immer mobiler. Und wir standen ja auch auf einem Campingplatz und hatten da echt viele Leute leider vor den Kopf gestoßen. Und gestern haben wir wieder mal zwei sehr sympathische Menschen kennengelernt. Und dann ist das irgendwie alles von einem abgefallen. Es war so wunderschön, muss man sagen. Und es kamen auch immer viele Jugendliche vorbei, die hatten teilweise mitgefeiert, mit Musik gemacht, das war richtig schön. Und wir haben gut geschlafen, gut hier auf dem wunderschönen Stellplatz gestanden. Und jetzt gehen wir noch mal ein bisschen ins Wasser rein, würde ich sagen. Es ist schön warm, die Sonne ist draußen und wir gucken mal. Es ist nicht so viel Wind. Genau, wir schauen mal rein ins Wasser. Da schläft die Frau Schmidt ganz entspannt. Und hier ist unsere kleine Hedwig. Ja, fein.
Ich muss sagen, du hast echt richtig coolen Look. Du bist voll der Trendsetter. Dankeschön. Ich finde auch besonders erotisch, dass der Bauch da so rausguckt. So. Ja. So, ja, genau. Die Hosentaschen hängen raus. Oh Gott, ey. So, Leute. Nachdem es gestern ein bisschen länger bzw. später geworden ist, haben wir heute mal ein bisschen was Gutes für den Körper gemacht. Eine Runde Sport. Und jetzt mache ich noch so einen ganz gemütlichen Jog im wunderschönen Sonnenuntergang. Puh. Morgen geht es für uns hier weiter an diesem tollen Platz. Ein bisschen ins Landesinnere der Peloponnes-Halbinsel. Und was es da zu sehen gibt, das zeigen wir euch nächste Woche. Habt einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!